Doch, ich bringe die Schule in Verruf, sagte sie. Ja, ja, egal, ist ein Hobby. Ja. Kannst ja auch nicht sagen, sie dürfen nicht mehr jeden Tag ein Buch lesen oder was die auch macht. Keine Ahnung. Weiß ja nicht, was sie für Hobbys hat, vielleicht. Außerdem hat, Hobbys hat. Das Witzige ist, ich war schon immer so der meistgemobbteste. Plötzlich mache ich die Vlogs und jeder kennt mich. Da wurdest du nicht mehr gemobbt. Doch, jein. Also, ich werde immer noch so ein bisschen auf die Schippe genommen, weil die wissen, dass man mich leicht aufregen kann. Okay. Es geht bei mir voll einfach. Da muss man gar nicht viel, viel für tun. Au! Was muss man machen? Keine Ahnung. Das interessiert mich. Es passiert einfach so. Wirklich was für tun, tun die so oder so nicht. Alter, ich spring die Steuer jetzt nicht selbst um wegen einem Kohlenstück. Ich glaub, es hackt. Ich hatte eine Person noch nie aufgeregt, irgendwie. Keine Ahnung, wo ich die. Ich bin mal richtig ausgerastet. Ich bin mal richtig schlimm ausgerastet. Ich habe die ganze Schule zusammengekriegt. Lol. Wie so ein kleines Mädchen. So ähnlich. Hey. Es war richtig schlimm. Gott. Das kann ich mir vorstellen. Schlimm. Sehr peinlich. Ja, vor allem peinlich. Aber mittlerweile haben die es vergessen, nur ich vergesse es nicht. Du. Aber ich will es gerne vergessen. Wobei. Weil es so peinlich ist. Nein. Egal, mir sind auch schon peinliche Sachen passiert. Oh, jetzt erzähl, jetzt hast du dich. Nee, das will ich gar nicht erzählen. Erzähl es. Gibt viele Sachen, manche davon will ich nicht erzählen, manche sind noch okay. Dann sag mal die Sachen, die okay sind. Und direkt danach die, die nicht okay sind. Nein. Dann sag einfach nur die, die okay sind, okay? Gut. Kannst versuchen. Wenn ich mir hier. Genau hier. CSS ist so ein scheiß Game, das haut das bloß nicht. Ich muss erstmal überlegen, was war das denn? Ja, gibt viele Sachen, die mir fällt jetzt nicht spontan ein. Also du bist genau wie ich, so ein voll unspontaner. Eigentlich doch. kommt immer auf die Sache drauf an. Inwiefern? Ja, wenn das irgendwie Termine sind oder oh Gott. Da bin ich überhaupt nicht spontan. Da kann ich auch nicht spontan sein, aber wenn jetzt irgendwie sowas ist, ja, keine Ahnung. Wenn es irgendwas am PC ist oder so, dann keine Ahnung, irgendwie bla bla bla. Auf jeden Fall andere Sachen, so, Punkt. Ne. Ich weiß auch nicht, was ich den ganzen Tag rumlaber. Ja. Jetzt erzähl einfach mal das peinlichste Erlebnis überhaupt. Nein, das sage ich nicht. Das zweite peinlichste Erlebnis das überhaupt. Nein, das erzähle ich auch nicht. Das drittpeinlichste. Da muss ich überlegen. Ich habe so ein behindertes Gedächtnis. Ja, ich auch. Meine ganze nicht. Familie ist voll verpeilt, immer. Ja, ich auch. Übrigens, ich würde dir raten, dein Minecraft gar nicht zu updaten. Wieso? Weil die 1.3.1 einfach nur scheiße ist. Und warum? Ganz einfach, die Performance wurde verschlechtert. Mal wieder. Verschlechtert, ja, die wäre verbessert worden. Sie sagen, sie sei verbessert worden. Stimmt aber überhaupt nicht. Ist genau wie bei Gothic 3. Die sagen, es wird jetzt irgendwie smoother im Hintergrund geladen. Was passiert bei Gothic 3? Ist, der Hintergrund lädt sich andauernd auf, immer in der Nähe von einem, sodass man nie eine ruckelfreie Minute. Na! Jetzt bin ich doch tatsächlich gestorben! Haha.
Jetzt muss ich erst noch mein Zuhause wiederfinden, weil ich hatte noch kein Bett gebaut. Ficken. Scheiße. Ah, bleib stehen! Im Zusammenhang fühlt sich das ein bisschen merkwürdig an. Ja, tut es. So, als würde ich so als Strafe für mich selber ficken oder so. Oh Gott. Lass uns das Thema schnell vergessen. Ja. Ach ja, ich muss auch bald mal so hier verschwinden. Ja, wahrscheinlich. Denn, ja. Sonst kommt deine Mutter so rein. Alleine über Ferien hier. Genau. So nennt mich meine Mutter. Ja. Dann kannst Jonathan! Du jetzt alleine über ein paar Themen reden. Das weiß jeder, wie ich heiße. Egal. Meinen Namen wissen sie auch. Oh, Penisfresse. Ja, mein, schon vorher. So würdest du gern heißen. Aber gar nicht. Thaddäus. Du müsstest dir mal SpongeBob auf Englisch. Du müsstest dir mal SpongeBob auf Englisch anhören. Du kriegst so einen derben Lachflash. Ey, warum? Weil. Jetzt haben wir da ein Haus gebaut und jetzt finde ich es nicht mehr. Ich krieg einen Kollaps. Ich krieg einen Kollaps! Noch da? Ja. Ich muss gleich nur jetzt mal so bla weg hier, ne? Ja. Aber lass dir so viel Zeit bis ja, ne? In der Zeit ist müde, ich erstmal am Mikrofon, bin dann mal kurz weg hier. Ist. In der Zeit kannst du über Themen reden, ich werde dann gleich eh nochmal kurz sagen, tschüss und so weiter und ja, bla. Und so. Kommst. Ja, vielleicht kommst du ja nachher noch ins Skype oder was, keine Ahnung, blablabla. Ja. Ich geh jetzt mal ganz kurz weg. Und rede über Themen. Über dich. Über dich. Ich bin ein Sorge. Okay, über mich. Mal gucken. Ich bin absolut gegen. Okay, was. Oh Gott, das war so ein dummer Anfang. Lass mich mal überlegen. Hä? Ah. Ich habe keine Ahnung, was soll ich denn über mich reden? Über mich gibt's nichts zu erzählen. Ich bin ein typischer Nerd. Und so, ja. Das ist eigentlich alles, was man über mich wissen kann, muss. Keine Ahnung. Ich fühl mich verarscht. Minecraft hat mich verarscht. Au! Ich habe keine Ahnung, über was ich reden soll. Vatifi, sei verflucht. Lass mich in Ruhe, Skelett. Leave me alone. Ja, komm, töte mich nochmal. Yay. Ich habe keine Ahnung, über was ich reden soll. Aber man kann hier nicht mal schreien, weil man sich erschreckt beim Let's Playen. Und dass meine Schwester gleich reinrennt. Was ist passiert? Meine Fresse. Bei sowas kriege ich dann ja sofort so Aggro-Zustand. Das geht mal gar nicht. Und dann frauen es mich auch noch alle an, mein Hobby sei dumm. Klar, sie spielt mit Puppen und mein Hobby ist dumm. Hä? Klar doch. Zu viel Toast gegessen, die Nuss. Zu viel Toast gegessen. Tschö. Ich mag keine Typen, die meinen, sie seien cool und dann hier so, ey, yo, man. Ich mag das nicht. Aber das wisst ihr wohl nicht. Noch nicht. Jetzt wisst ihr es. Alle. Halt die Fresse, Navi. Da bist du ja schon wieder. Hallo.